Herzlich willkommen bei dieser Online-Kurs-Trilogie, eine Vortragsreihe mit Manfred Rauchensteiner. Manfred Rauchensteiner ist Bestsellerautor. Sein Buch Glücklich Leben erreichte viele glückliche, und das ist auch das Thema, viele glückliche Leser und Leserinnen. Heute sind wir Zuhörerinnen. Zum Vortrag: Ist Leiden unser Los, wie du deine Gefühlswelt erschaffst? So hatten wir jetzt schon viele Stichworte: Glück, Leid, Gefühle. Manfred beschäftigt sich auch als Emotionstrainer mit der Glücksforschung. Wie alles zusammenläuft, erfährst du in der hiermit startenden Vortragstrilogie. Herzlich willkommen und hallo, Manfred. Herzlich willkommen, liebe Manuela. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Heute im ersten Kurs geht es um uns Menschen auf dieser Welt, wer wir sind und wie wir sind. Was hat das mit dem Leid zu tun? Okay, also was es mit dem Leid zu tun hat, grundsätzlich ist in meiner Arbeit geht es darum, Menschen zu erklären, wie wir ticken, wie wir funktionieren und vor allem, wie wir unsere Gefühlswelt erschaffen. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen nicht leiden wollen. Das heißt, es gibt scheinbar Unterschiede. Es gibt Gefühle, die wir sehr gerne haben, die wir haben wollen. Und es gibt welche, die wir nicht haben wollen. Das heißt, da gibt es eine Trennlinie. Und auch wenn ich in der Glücksforschung bin, ist der Hauptteil meiner Arbeit ist es, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, mit denen wir uns immer unglücklich machen. Ja, aber das eine wollen wir eh, da haben wir keinen großen Handlungsbedarf, da müssen wir nicht viel verändern. Aber wenn Leid entsteht in unserem Körper und wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu leiden, das eine ist das wirklich physische, körperliche Leid, wenn wir Verletzungen haben. Und das, womit ich mich beschäftige, ist eher das, was wir das psychische Leid nennen, sondern das Leid, das wir uns erschaffen aufgrund von unseren Gedanken, Beurteilungen, Wertevorstellungen und solche Sachen. Weil da haben wir einen großen Eingriff drauf und da kann man ganz viel verändern. Und gleich für alle Teilnehmer, das ist nicht schwierig, das ist nicht kompliziert. Da musst du nicht hunderttausende Sachen lernen, sondern ich beschreibe es immer so: Du musst nur aufhören, dir Leid zu erzeugen. Und deshalb geht es in diesem Beitrag darum, wie wir uns immer Leid erschaffen und wie wir damit aufhören können oder wie wir zumindest darauf reagieren können, wenn wir Leid verspüren. Und mit Leid ist ganz groß gemeint jedes deiner unangenehmen Gefühle. Weil die fühlen sich ja körperlich unangenehm an. Daher vorne in der Brustgegend, also das ist so die Gegend, wo wir es am meisten wahrnehmen, an der Vorderseite des Oberkörpers, immer wenn es da unruhig wird, druckvoll wird, eng wird, in einen Knödel im Hals kriege, dann weiß ich, es geht mir schlecht. Das ist so die überbegriffliche Bezeichnung. Ja, es kann mir entweder gut gehen oder schlecht gehen und das wechselt jeden Tag mehrmals. Aber wie das wechselt und wodurch das wechselt, das werde ich versuchen, möglichst genau zu beschreiben. Okay. Und dazu beginne ich am Anfang mit der Geburt eigentlich. Also wenn wir auf die Welt kommen, so diese ganz kleinen Wesen, die noch keine Sprache kennen und sie noch nicht auskennen in der Welt. Wir haben da in der Zeit sogenannte Pflegemenschen, so nenne ich das. Das heißt, wir brauchen irgendjemand, der sich um uns kümmert, dass wir nicht verhungern, dass wir nicht erfrieren und der uns einmal in den Arm nimmt oder irgendwie sich mit uns beschäftigt, weil wir alleine nicht lebensfähig sind. Das heißt, die Spezies Mensch ist so geschaffen. In der Tierwelt gibt es ein paar, die kommen auf die Welt und können gleich was machen, aber bei uns ist das nicht so. Das ist ein relativ langer Prozess. Wir werden sehr, sehr lange begleitet, weil wir alleine nicht lebensfähig sind. Und am Anfang, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann nimmt es einmal nur wahr. Das heißt, wir sind da nur so in der richtigen Essenz, was Leben bedeutet. Also wir sind ein wahrnehmendes Wesen, wir sind ein fühlendes Wesen, wir haben unsere Sinne, also wir können mit den Augen was wahrnehmen, mit den Ohren, wir haben einen Körper, der irgendwas wahrnimmt. Wir können berührt werden, also wir können solche Gefühle erzeugen.
Und diese kleinen Wesen, wenn man die beobachtet, wenn sie so ein bisschen die Welt dann erkunden, wenn sie merken, sie können den Körper irgendwie bewegen und sie können rumkrabbeln, dann gibt es einmal nur Formen und Farben und Strukturen. Das heißt, diese Kinder gehen auf alles. Wenn ich sage, ich würde einen Schuh hinlegen irgendwo und ein Baby sieht das, sieht Farbe, sieht Form und ist total interessiert und neugierig, was das ist. Es weiß aber noch nicht, dass es ein Schuh ist, weil es weder Wörter noch sonst was kennt. Und man beobachtet da diese kleinen Wesen, dann gehen die immer hin, meist zögerlich, große Augen, also sie sind voll neugierig und es ist interessant und sie beobachten, ob es sich bewegt oder nicht und schauen dann, was kann ich mit dem tun. Und sie werden es angreifen, sie werden dran riechen, sie werden vielleicht versuchen, es zu essen, in den Mund nehmen, weil sie keine Ahnung haben, was und wie das ist. Das heißt, das, so gehen Babys mit jedem Gegenstand, den man ihnen hinlegt oder auch einer Katze vorbeigeht. Das sind einfach irgendwelche Formen, da bewegt sich was und sie finden heraus, was kann ich mit dem tun. Und in der Zeit sind normalerweise immer andere Menschen anwesend. Ja, Babys sind quasi in ständiger Beobachtung, außer sie liegen dann im Bettel und schlafen, aber sonst, wenn sie irgendwo lebendig in der Wohnung herum sind oder in der Natur sind, ist immer jemand, der schaut, worauf, dass ihm nichts passiert und dass nichts macht und dass nichts isst, was nicht essen darf und so. Und jetzt kommen die erwachsenen Menschen und erklären dir die Welt. Also nein, das ist nicht gut und nein, nicht essen. Da kommen diese vielen Neins, Neins, Neins. Und so erfährst du, aha, immer wenn ich das mache mit so einem Ding, dann schauen die Eltern so drein oder dann reagieren so. Und das ist das, was das Baby wahrnimmt. Und das ist ein relativ langer Prozess, bis dann die Sprache dazukommt. Ja, das heißt, das Kind erkennt, okay, alles, was so eine Form hat oder so eine Farbe hat oder so eine Struktur mit Struktur, meine, wie greift sie das an? Ist das weich? Ist das stachelig? Tut das weh? Oder ist das angenehm? Ist das warm? Ist das kalt? So bekommst du dann die Welt erklärt. Und du bekommst dann in weiterer Folge Namen dazu. Das heißt, Objekte bekommen Namen und wenn du heute, egal wo auf der Welt, einen 15-Jährigen einen Schuh zeigst und er hat das schon mal gesehen, dann würde jeder sagen, es ist ein Schuh. Aber das war es von Haus aus nie. Das ist einfach eine Form, eine Farbe, eine Struktur und eine Temperatur, was immer du halt wahrnehmen kannst. Und dann kommen diese vielen Konzepte. Das heißt, es kommt dann auch diese Zeit, wo dein Ich entsteht, also wo dann Babys auf einmal Ich sagen, ich mache das, weil am Anfang hören sie ja immer nur deinen Namen. Das heißt, da geht wer her und sagt, Manuela, nein, oder Manuela, das darfst du nicht, oder Manuela sagt das, oder Manuela, tu das. Das heißt, du bist am Anfang einmal der Name, der dir gegeben wurde. Und dann wechselt das einmal ins Ich. Ja, kleine Kinder sagen, Manfred geht jetzt spazieren oder Manfred geht jetzt auf die Toilette. Und dann gibt es da diesen Kipp. Das heißt, wir identifizieren uns mit unserem Körper. Und ab dem Moment, wo du identifiziert bist mit deinem Körper, beginnt diese Erziehung, wie wir sagen, so und jetzt gibt es mich und es gibt die anderen. Das heißt, diese Differenzierung gibt es, so wie wir heute ja auch immer sagen, und ich ist das meistgebrauchte Wort in allen Sprachen. Ja, ich war spazieren oder ich habe gestern das gegessen oder ich werde jetzt dorthin fahren. Also das bin ich. Ich bin quasi mein Körper und mit dem kann ich viele lustige Sachen machen und Dinge erfahren. Obwohl du in Wirklichkeit, das ist das, was man Bewusstsein nennt oder man kann Seele nennen oder ganz egal, welche Begrifflichkeit ist, dass du bist in Wirklichkeit das, was Erfahrungen macht, über und mit deinem Körper, also mit all deinen Sinneswahrnehmungen, die du hast. Das ist einmal so ganz grundsätzlich das, was für unser Wesen als Mensch gilt. Also du hast einen Körper und du hast Sinnesorgane und Wahrnehmungsorgane, über die du diese Welt erfährst. Und dann haben wir Begrifflichkeiten, wo man sagt, das ist ein Haus, das ist ein Auto, das ist meine Schwester.
Und das hast du gelernt, weil dir das immer jemand gesagt hat, das nennt man Schwester und das nennt man Auto und das nennt man das. Okay? Jetzt machst du mit diesen Dingen viele Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind, man nennt es später dann Prägungen oder Erfahrungen aus der Kindheit, das können gute oder schlechte Erfahrungen sein. Ja, kleine Babys, die irgendwo nur liegen, die fangen einfach nur zum Quengeln an, wenn irgendwas da ist, was nicht passt. Wenn es ihnen nicht gut geht, wie man sagen, ja, die schreien ein paar Mal, und dann kommt ein Erwachsener und der schaut, dass dir als Baby möglichst schnell wieder gut geht. Und gut geht heißt, dass du entweder ruhig wirst oder einschläfst oder wieder lächelst. Also das ist das, was erwachsene Menschen immer schauen im Normalfall, wenn sie es schaffen, dass sie das erreichen. Das ist der Grund, warum wir erwachsene Menschen in einen Kinderwagen schauen. Ja, da lächelt man und tititi und tatata. Und wir wollen, dass das Baby zurücklächelt, ja, weil Babys ahmen immer die Menschen, die draußen sind, nach. Also sie schauen dann auch so drei, wenn du das anlächelst, lächeln die auch, wenn du das Fenster schaust, probieren sie auch das Fenster schauen. Das heißt, die probieren zu lernen, sowohl in Mimik als auch in Verhalten, die Eltern im Normalfall oder halt diese Menschen, die ganz viel in deiner Kindheit rund um dich sind und dir die Welt erklären, nachzuahmen. Das sieht man dann auch nur später, wenn es Kaufmannsladen spülen und deine, ja, grüß Gott, und ich hätte gerne eine Tafel Schokolade. Das heißt, sie probieren das nachmachen, wie die Mama das macht beim Einkaufen oder wie der Papa das macht bei dem. Und so lernen wir, wie man hier lebt. Und der Prozess dauert ziemlich lange. Okay? Ist geknüpft mit, und da geht es dann eben um diese vielen Neins, was man tut und was man nicht tut. Ja, wie du sein sollst und wie du nicht sein sollst. Und wo schaut die Mama glücklich rein, wenn du so bist, und wenn du anders bist, dann schaut es anders rein. Und du versuchst immer, das irgendwie den anderen recht zu machen, weil du merkst, du hast viele Vorteile, wenn du, ich nehme jetzt das härtere Wort, gehorchst. Und die Dinge so machst, wie es die Erwachsenen haben wollen. Der Prozess dauert sehr, sehr lange. Das heißt, du bist da in der schlimmsten Zeit deines Lebens, so nenne ich das immer gerne. Und schlimmste Zeit deshalb, weil du zu 100% abhängig, auch überlebensabhängig bist von diesen anderen Menschen. Das heißt, da lernst du, okay, wenn ich das so mache, dann schaut die Mama so und das ist unangenehm oder das tut nicht gut, also schau ich, dass ich es so mache, aha, dann schaut es wieder zufrieden, weil das auch die ganz kleinen Babys schon registrieren. Also kleine Babys erkennen schon an der Gesichtsmimik und auch noch mit anderen Sensoren, das war jetzt zu kompliziert, aber sie kennen, ob es dem da draußen gut geht oder nicht gut geht, und wenn es dem Erwachsenen nicht gut geht, scheinbar, also wenn es irgendwie schreckt oder beim Fiebermessen, sage ich immer, ja, und man sieht, boah, die Mama schaut so, ja, so eine hohe Temperatur, dann ist die automatische Reaktion vom Kind, dass es glaubt, mein Leben ist in Gefahr. Und das erleben wir dann auch später, wenn wir mit Wut oder Ärger oder wenn wir angeschrien werden oder wenn wir, das heißt, geh in dein Zimmer und geh weg und ich will dich nicht mehr sehen und so. Das sitzt ganz, ganz tief. Weil was wir wollen, als Kind und als Erwachsener in Wirklichkeit auch, ist, dass wir ein zufriedenes, friedliches oder glückliches, freudiges Leben haben. Diese Sehnsucht, egal wo du auf die Welt kommst, ist immer da. Das heißt, das ist das, was wir erschaffen wollen. Wahrscheinlich du auch als Erwachsener. Dass dir das einmal bewusst wird, dass das dein oberstes Ziel im Leben ist mit allem, was du tust. Dass da drinnen entweder friedlich und ruhig, entspannt, chillig, wie man halt sagt, ist, oder freudig, enthusiastisch, abenteuerlich, spannend, interessant, solche Sachen, das wollen wir erleben. Okay? Ich glaube, das war einmal so der Grundstein für das, dass man das kapiert. Das Leid selber ist etwas, was man im körperlich, physisch merken, da in dieser Gegend.
Und wann taucht das jetzt auf? Also wenn man das ganz genau beobachtet, dann ist es heute, und die meisten Zuhörer sind schon in einem Alter, wo sie das schon richtig kapieren. Wenn du richtig genau aufpasst, dann passiert dir Leid immer dann, wenn du die momentane Situation, die du in deinem Leben hast oder was du gerade erlebst, anders haben möchtest, als sie ist. Also ganz egal, was das ist, ob das Personen sind, ob das Umstände sind, ob das Gegenstände sind, immer wenn du dir denkst, das sollte nicht so sein, das sollte irgendwie anders sein, dann beginnt der Körper da zum Zumachen. Ja, dann wird es unruhig, dann wird es, ja, ob jetzt dein Lebenspartner anders sein soll, das Wetter anders sein soll oder dein Kind sich anders verhalten soll oder der das irgendwie nichts sagen hätte sollen, obwohl er es gesagt hat. Wenn immer sowas passiert, dann startet in dir dieser Widerstand, es ist ein Widerstand gegen das, was ist, und das ist der Startpunkt für jedes Leid. Also es gibt nichts anderes, das kann man kontrollieren. Immer wieder mit der Frage, ja, okay, und was ist da und wieso soll das anders sein? Woher weißt du, dass das anders sein soll? Und dann ist einfach nur die Vorstellung von dir, dass es, wenn es anders wäre, dann würde es dir besser gehen. Diese Vorstellung ist es. Ja, wissen damals nicht wirklich, aber wir haben so diese Vorstellung, das könnte besser sein oder es gehört sich anders, weil das habe ich schon immer gelernt, also Papa so gesagt, Mama so gesagt und alle haben das gesagt und jetzt taucht da irgendwas auf und das ist anders und dann geht es schon wieder los bei mir. Das heißt, diese Hauptformen der unangenehmen Gefühle sind die, und da kann sich jeder selber fragen, gibt es irgendeine Emotion, bei der du merkst, die taucht zum Beispiel jeden Tag auf, eine unangenehme. Ja, bist du jeden Tag traurig oder bist du jeden Tag wütend oder bist du jeden Tag, machst du jeden Tag Sorgen oder was ist so das Hauptprogramm, was momentan da ist? Und das kann von deinen Lebensumständen natürlich abhängen, falls vielleicht gerade irgendwer gestorben ist oder so, dann wirst du vielleicht mehr Zeit in Trauer verbringen. Und wenn dein Kind einen Unfall gehabt hat, wirst du auch mehr im Sorgen machen sein oder was immer das ist. Aber es hat immer mit deiner Beurteilung und, jetzt kommt ein wichtiges Wort, mit deiner Aufmerksamkeit zu tun. Womit beschäftige ich mich gerade gedanklich? Ja, also diese Gedankenformen oder diese Sätze, die du denkst oder die Sätze, die du sprichst, haben eine ganz, ganz hohe Auswirkung auf deine Befindlichkeit und das immer. Ja, wir sind super ausgestattete, großartige Wesen. Wir haben als Menschen die Fähigkeit, uns an Dinge zu erinnern und die Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen. Also etwas, was noch gar nicht da ist, vorzukonstruieren. Und wir bekommen das passende Gefühl dazu. Und bei Erinnerungen ist es genau das Gleiche. Wenn ich tue schlimme Dinge, schlimme Erlebnisse, und schlimm heißt immer ein Erlebnis, wo es dir schon einmal schlecht gegangen ist, wo du gefühlt hast, dass du traurig warst, wütend warst, verzweifelt warst, ohnmächtig warst. In dem Moment, wo du so eine Geschichte wie einen Film reinholst, wirst du die passende körperliche Empfindung im Hier und Jetzt sofort wieder erfahren. Das Gleiche gilt für die Zukunft. Ja? Wenn du was voll Schönes vorstellst, weil heute am Abend irgendwas Tolles wahrscheinlich passieren wird oder was du vorfreust, weißt du was, du siehst wieder deine Freundin ein oder du kriegst da kurz Essen, dann kannst du bemerken, wenn du sehr achtsam bist, dass das jetzt sofort deine Befindlichkeit verändert. Und es geht da gleich viel besser, wie wenn du jetzt vor irgendwas fürchtest, was vielleicht heute am Abend nur passiert oder irgendeine unangenehme Situation steht im Raum, wo du nicht weißt, wie das genau ausgewirkt, dann geht es dir auch hier und jetzt sofort schlecht. Und das ist der Punkt, wo wir, wenn wir uns daran erinnern können, wie mächtig wir sind, da können wir verändern. Das heißt, die Frage ist immer, A, wie reagiere ich auf Situationen in meinem Leben, die jetzt gerade tatsächlich passieren? Welche Auswirkungen haben die gefühlsmäßig?
Und dann habe ich die Möglichkeit, auf das Gefühl noch einmal zu reagieren. Darum beschreibe ich das immer gerne als, du hast immer zwei Chancen. Ja, du hast die Chance, dass du Dinge und Ereignisse so akzeptierst, wie sie wirklich gerade sind, ohne dass du sie ablehnst, weil sie sowieso gerade so sind, wie sie sind, egal ob dir das passt oder nicht. Dann bleibst du schmerzfrei. Wenn du das nicht schaffst, weil du das verurteilst, ablehnst oder anders haben willst, macht der Körper zu. Und das ist jetzt die zweite Chance. Wenn du das Gefühl akzeptierst, ist wieder der gleiche Vorgang und sagst, ja, okay, ich bin jetzt traurig oder ja, okay, ich merke, dass ich jetzt wütend bin und du kannst ja zu diesem Gefühl sagen, weil du das akzeptierst, wie es ist, dann wirst du merken, es löst sich wieder auf, weil das Leben will bejaht werden. Wenn du aber das Gefühl auch nicht machst und dagegen einen Widerstand hast und sagst, ich will aber gar nicht traurig sein oder ich will gar nicht verzweifelt sein, ich bin es aber trotzdem, dann wird dieses Gefühl noch strenger und noch härter und noch schlimmer. So lange, bis du aufhörst, das zu tun, so lange, bis du aufhörst, den Widerstand aufrecht zu erhalten oder dich mit irgendwas anderem beschäftigst. Ja, und du kannst in Wirklichkeit ja jederzeit sagen, okay, möchte ich jetzt überhaupt an das denken? Na, eigentlich möchte ich an ganz was anderes denken und dann wirst du auch bemerken, dass das möglich ist. Aber dazu braucht es dieses Verständnis, was ich am Anfang gesagt habe, dass du eben nicht nur dein Körper bist oder nicht nur deine Gedanken bist, sondern dass du jemand bist, der mit dem kommunizieren kann. Ja, du kannst mit deinem Verstand kommunizieren, du kannst deinem Verstand Fragen stellen. Ja. Wie möchte ich heute wirken, wenn ich in die Arbeit gehe? Ja, wie möchte ich heute Menschen begrüßen? Wie möchte ich heute, weiß ich nicht, mit meinem Kind umgehen oder ganz was immer? Das heißt, du kannst dir selber Fragen stellen und du wirst Antworten bekommen und kannst dich dann dementsprechend auch verhalten, es zumindest versuchen. Ja, ob es da wirklich gelingen wird, das wirst du erst sehen, wenn der effektive Zeitpunkt da ist. Das heißt, alles, was in der Zukunft ist, gleich mal vorweg, das wird nachher noch wichtig, und werde ich gut besprechen, ist unvorhersehbar. Ja, es gibt was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, aber du wirst nie genau wissen, wie es ist. Kein Mensch weiß jetzt, wie es einem in 10 Minuten geht, wie es einem in 20 Minuten geht, wie es einem in 5 Jahren geht und wie das Leben das ausschaut, ist nur Spekulation, aber du bekommst die gefühlsmäßige Rückmeldung. Das heißt, das ist jetzt einmal so der Überblick, worum es dann in den zweiten Teilen gehen wird. Wir werden uns unterschiedliche sogenannte unangenehme Gefühle anschauen, wie die tatsächlich funktionieren. Aber wichtig ist jetzt, dass du einfach nur die Zeit nimmst und vielleicht horchst das nur mal an, zu bemerken, was für eine Art von Wesen du bist, wie mächtig du bist, dass du sogenannte Entscheidungen dir vornehmen kannst und dass du wirklich dir immer wieder klar machen sollst, dass du eine Wahlmöglichkeit hast, wie du auf das Leben reagierst. Das wäre so mein Anliegen. Danke. Vielen Dank, Manfred. Das war der erste Teil dieser vertiefenden Online-Kurs-Trilogie mit Manfred Rauchensteiner. Du hast gehört und gesehen, wo alles beginnt mit dir als Lebewesen. Wie es eben weitergeht von diesem Kind, was in der Wiege liegt, wie wir hörten, was ja nur glücklich oder friedvoll sich fühlen will, dazu gleich mehr im zweiten Teil. Nimm dir ruhig Zeit, das Gehörte, dass es sich setzen kann, dass es auf dich wirkt. Und bereite dich vor, wenn es weitergeht mit dir in deiner zweiten Chance, wenn es darum geht, um Reagieren, Emotionen und Gefühle, dich wieder erinnern an das mächtige Wesen, das du bist, nämlich jetzt nicht mehr abhängig und nicht mehr Opfer von äußeren Umständen, die man vielleicht mit Nein betitulieren könnte. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und dabei bleibst. Bis gleich. Vielen Dank.